Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Mauer Gaming mit einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Wir haben es heute zu tun mit einer neuen Karte, 15 neuen Mods und 3 Updates. Bevor ich jedoch starte, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Mish, Honey und Lucky für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Die neue Karte, auf der befinden wir uns gerade, habe ich ein separates Video gemacht darüber. Es ist eine Karte, die heißt Dunalka, kommt von Strauts 6, Downloadgröße 167,69 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Es handelt sich um eine Vierfachkarte. Bitte oben rechts auf das i klicken, um die separate Kartentour zu sehen oder dahin geleitet zu werden. Wir kommen zu den Updates, und zwar kommt das erste Update für das Vehicle Control Add-on oder die Erweiterung zur Fahrzeugkontrolle. Dieses kommt von Mowgli, Downloadgröße 0,49 MB in der Version jetzt von 1.1.0.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: Korrektur der Anzeige von Hilfebildern bei Modkarten. Tempomat bleibt an, auch wenn das Gaspedal gedrückt wird. Kompatibilität mit ProSeed, zweiter Algorithmus für adaptive Steuerung. Das nächste Update kommt für das Franket Synchro 4M von Simulator Games und Pipik. Downloadgröße 7,87 MB in der Version jetzt von 1.0.1.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt: UDIM Texturen verbessert, Komprimierung des Hersteller-Icons angepasst, Moddesk-Version erhöht. Wir kommen zum letzten Update, und zwar ist dieses für den Lizard LZ 150. Dieser kommt von Sleutes Modding, Downloadgröße 6,68 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und hier bin ich gerade ein bisschen hinterfragt, also es gibt hier keinen Changelog, aber ich mag mich erinnern, dass diese Mod irgendwann mal Lizard LSM oder LSM SLM geheißen hat. Jetzt heißt er LZ 150, gibt keinen Changelog. Wisst ihr, was geändert worden ist, außer dem Namen? Wir kommen damit zu der ersten neuen Mod, und zwar heißt dieser Lizard FH, kommt von Adams Kong, Downloadgröße 19,34 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Neulich hat mich jemand gefragt, ob es nicht einen Scania-Truck gibt. Okay, ich glaube, den haben wir jetzt hier. Natürlich wurde das Scania-Logo entfernt, damit es nicht mit den Lizenzfragen in Quere kommt. So, wir haben hier zwei Versionen. Wir haben den FH4x2. Der kommt mit 420 PS. Standardmäßiger Leistung, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge von 400 Litern für Diesel und 60 Litern für DEF. Maximalgeschwindigkeit 110 km/h, wiegt 5 Tonnen und kostet 98.000 Euro. Hier gibt es zwei Versionen beim Design, einmal die S und einmal die XL. Also M und L gibt es nicht, sondern nur S und die XL Version. Motorenausführung haben wir den FH420 mit 420 PS, den 460er mit 460 PS, den 500er mit 500 PS, den 540er mit 540 PS und zurück geht's zum ersten. Dann die Hauptfarbe kann geändert werden oder gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich auch. Dann gibt es den FH16 oder die 6x4 Version. Der kommt standardmäßig mit einer Leistung von 550 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 400 Litern, 60 Litern DEF, Maximalgeschwindigkeit 110 km/h, wiegt 6 Tonnen und kostet 150.000 Euro. Hier gilt dasselbe beim Design, also XL oder S. Die Motorenausführung haben wir den 16er 550er mit 550 PS, den 650er mit 650 PS, den 750er mit 750 PS und zurück geht's zum ersten. Auch hier haben wir dieselbe Farbpalette bei der Hauptfarbe wie natürlich auch bei der Felgenfarbe. Also ein bisschen dunkel hier in dem Cockpit, also man kann kaum was erkennen.
Vielleicht ist das nur das Außenlicht, das so wenig ist, aber es ist eigentlich ein guter Tag hier und ich kann kaum was erkennen innen drin. Ob das so sein muss, weiß ich nicht. Die nächste neue Mod heißt Lizard Flüssigtankwagen, kommt von Mantrid, Downloadgröße 6,21 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kriegen wir davon zwei Versionen, einmal den Junior und einmal den Senior Tankwagen. Wir schauen uns den Senior an, der kommt mit einem Volumen von 50.000 Litern oder 50 Kubikmetern, wiegt 6,9 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 49,8 Tonnen und kostet 79.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mithas, Nokian, Friedestein, BKT, Trelleborg, Lizard, Michelin und Continental. Die Reifenvarianten gehe ich natürlich nicht durch. Dann gibt es Anhängerkupplungen und zwar einmal Standard und einmal noch extra ein Zugmaul hinten oder Standard. Dann kommen wir zu den Füllarten und hier wird es lustig. Hier gibt es entweder alle, dann kann Luft gefüllt werden. Für was braucht man Luft? Dann kann Rapsöl, Diesel, Gärreste, Traubensaft, Herbizid, Kalk. Kalk als flüssig. Okay. Flüssigdünger, Gülle, Milch, Olivenöl, Sonnenblumenöl, Wasser, Siliermittel, Methan. Dann eine Kombination Flüssigdünger, Kombination Pflanzenöle, Kombination Milch, Wasser und Luft. Oder alle können dann entsprechend gefüllt werden. Würde ich wahrscheinlich eher gleich direkt mit allen gehen, ja? Dann kommt Platzieren von Abziehbildern und zwar heißt hier nur zurück, nur vorne, nur Seiten, Rückseite und Seiten und so weiter, aber ich konnte keine Abziehbilder erkennen. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Füllstandsanzeige hinzuzufügen und auch hier konnte ich nicht feststellen, wo diese zu finden ist. Das kann ich also hier jetzt so nicht sagen. Also ach, hier hinten ist diese Füllstandsanzeige. Das ist diese. Okay, interessant. Ich frage mich, wie man dann den Füllstand Luft anzeigen möchte. Bei den Hauptfarben haben wir eine riesengroße Palette, die wir natürlich hier auswählen könnten. Das kann sogar sein Chromgelb. Okay, wie euch lustig ist, Designfarbe haben wir dieselbe Palette. Und bei den Felgenfarben natürlich auch. Der kleine Bruder, der hat dieselben Fülltypen, alles ist identisch, das Volumen liegt bei 12.500 Litern, wiegt 4,9 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 13 Tonnen und kostet 29.000 Euro. Hier gelten dieselben Einstellungsmöglichkeiten, wie wir eben gesehen haben. Wir kommen zu der Massey Ferguson 100er Serie. Dieser kommt von AE Modding, Downloadgröße 21,45 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kriegen wir hier in dieser Serie zwei verschiedene Traktoren, und zwar den 165er. Das ist die Zweirad angetriebene Version, kommt mit 58 PS, wird manuell und lastgeschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 80 Litern, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 18.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental und Trelleborg. Dann kann hier eine Kabine hinzugebaut werden, entweder mit oder ohne Kabine. Dann beim Design kann gewählt werden, dass noch seitliche Frontlichter hinzugebaut werden oder die Standard. Dann Anhängerkupplungen können gewählt werden von kein vorderer Aufsatz mit vorderer Aufsatz. Das heißt, da kann man noch einen Anhänger anhängen. Oder Frontgewichte oder zurück mit keinem vorderen Aufsatz. Frontladeanbau kann gewählt oder hinzugebaut werden von Quickie. Ich glaube nur von Quickie, jawohl, nur von Quickie. Die Motorenausführung haben wir den 165er mit 58 PS. Die Multipower ist auch 58 PS. Dann gibt es den 165er Multipower Plus Turbo mit 68 PS. Und zurück geht's zu der Standardversion. Dann kommen wir zu der 4x4 betriebenen Version. Der kommt auch mit 58 PS Leistung. Wird auch manuell und lastgeschaltet. Hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 80 Litern. Maximalgeschwindigkeit ist bei 30 km/h und wiegt 3,5 Tonnen. Der Preis 24.000 Euro.
Hier haben wir dieselben Ausstattungsmöglichkeiten, was die Reifen betrifft. Natürlich auch, was die Kabine betrifft. Das Design natürlich hier auch. Das ist auch dem entsprechenden Standard entnommen. Dasselbe mit dem Aussatz und dem Frontgewicht. Das ist auch das Identische. Hier kann beim Frontladeranbau auch gewählt werden zwischen Quickie und keinem. Die Motorenausführung bleibt sich genauso wie schon gesehen. Daher würde ich sagen, war das dieser Mod. Soundcheck. Sieht gut aus. Auch die Animation des Gaspedals ist korrekt. Die nächste neue Mod heißt Kane 16T Anhänger. Dieser kommt von Fast Farming. Downloadgröße 28,51 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Kipper oder Anhänger mit einem Volumen von 22 Kubikmetern, wiegt 6,2 Tonnen und kostet 19.200 Euro. Bei der Konfiguration gibt es ganz viele Möglichkeiten, zwar von Standard zu Silageseiten links, Silageseiten rechts, Silageseite gerade und so weiter und so fort. Das würde das Volumen erhöhen auf 36 Kubikmetern. Dann gibt es die Standardversion in der zweiten Version mit 25 Kubikmeter. Und dann fangen wir wieder an mit den zusätzlichen Seitenwänden, was dann das Volumen auf 39 Kubikmeter erhöht. Die Reifen können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Friedestein und Trelleborg. Beim Design können Seitenmarkierungen hinzugefügt werden, und zwar in der Version 1, 2 und Standard. Dann die Leiter kann hinzugebaut werden, oder Standard. Beim Design kommt dann hier Kunststoffbarriere, und das ist diese Barriere hier. Einmal Standard, einmal Kunststoff und einmal eine Metallbarriere. Dann gibt es einen 50 Jahre Aufkleber, das ist dieser hier, entweder ja oder nein. Dann kann hinzugefügt werden eine Abdeckung, entweder ja oder nein, oder Standard natürlich. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Standard, Blau 50er Jahre, Blau Alt und Townley Rot. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Standard 50 Jahre Gelb und dem Gelb Alt. Wir kommen zum Duro Reifenpacker. Dieser kommt von Paolo 5090R, Downloadgröße 2,64 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und hier kommt der lustige Name. Es heißt zwar Reifenpacker und hier kommt es als Reifentasse. Zum Wohl. Wiegt 380 Kilogramm, braucht 40 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 35 km/h und kostet 900 Euro. Bei der Konfiguration kann das Gewicht erhöht werden, und zwar von Standard auf 80 Kilo Frontgewicht, dann 160 Kilo Frontgewicht, 240 Kilo, 360 Kilo Frontgewicht und zurück zu Standard. Das war's schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum John Deere 7020 Series. Der kommt von Mo 6R, Downloadgröße 47,9 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit standardmäßig der Leistung von 170 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 543 Litern, 23 Litern DEF, 50 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 11,3 Tonnen. Der Preis 247.500 Euro. Die Konfiguration kann geändert werden von Standard auf 420 Kilo Frontgewicht, 620 Kilo, 820 Kilo, 1020 Kilo und nochmal 1020 Kilo, 1270 Kilo und einmal die Fronthydraulik. Dann die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas, BKT, Friedestein und Trelleborg. Dann kann das Design bei der Rundumleuchte geändert werden, einmal Rundumleuchte und einmal ohne. Dann gibt es Motorenausführungen, und zwar haben wir hier den 7720er mit 170 PS, den 7820er mit 204 PS, den 7920er mit 220 PS und zurück geht's zum 7720er. Konfiguration bezüglich der Farbeinstellungen gibt es in diesem Falle nicht. Hier kann das Heckfenster geöffnet werden, ansonsten gibt es hier nichts weiteres zu tun.
Das bringt uns gleich zu der nächsten Mod, und zwar heißt diese BDM 3x4P, kommt von Rus Agro T, Downloadgröße 13,05 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Scheibenecke mit einem Gewicht von 3,5 Tonnen, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3,2 Metern, 18 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und der Preis liegt bei 8.340 Euro. Beim Design kann geändert werden und das ist sehr, sehr schwierig zu erkennen, und zwar betrifft es hier nur diese Zahlen hier. Das haben wir hier Design 1, Design 2, 3 und 4 und wieder zurück zum Design 1. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage-Palette und die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb und Schwarz und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Grau und Schwarz. Wir kommen zum Massey Ferguson 4000er Serie. Dieser kommt auch von EI Modding, Downloadgröße 15,88 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Traktor mit der standardmäßigen Leistung von 225 PS, wird manuell und Laststufen geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 720 Litern, 159 Litern DEF, 30 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 14,2 Tonnen. Der Preis 140.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, BKT, Continental, Wredestein, Metas und Trelleborg. Die Reifenvarianten klicke ich mal ganz kurz durch. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Dann beim Auspuff gibt es die Möglichkeit von Version 1, 2, 3 oder wieder zurück zu 1. Dann beim Design kann gewählt werden hier nicht Kotflügel oder Kotflügel hinten und wieder kein Kotflügel. Anhängerkupplungen können getauscht werden oder geändert werden von Anhängerkupplung zu 3-Punkt Kraftheber und zurück zu Anhängerkupplung. Die Motorenausführung haben wir den 4800er mit 225 PS, den 4840er mit 265 PS, den 4880er mit 320 PS, den 49er mit 375 PS und zurück geht's zum 8400er. Die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen einem normalen Rot oder einem Rot, was schon ein bisschen verblasst ist. Und das war's dann auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten in diesem Traktor. Die Innensansicht ist sehr schön aufgelöst, sehr schön gemacht. Man sieht gut herum. Das Armaturenbrett ist auch in Ordnung. Der Sound ist ein bisschen anders als der Standard Sound. Hier gibt es keine weiteren Möglichkeiten bezüglich Fensteröffnung etc. Okay, hier werden die Gruppen angezeigt. Und hier die Gangschaltung. Schon gemacht. Wir kommen zum JCB TM 320S. Dieser kommt von Rossen Mods, Downloadgröße 16,31 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Teleskoplader mit einer Leistung von 145 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 160 Litern, 29 Litern DEF, 40 km/h Maximalgeschwindigkeit und wiegt 8,7 Tonnen. Der Preis 99.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas, BKT, Wredestein, Nokian, Michelin und Trelleborg. Das Design kann geändert werden zwischen Standard und niedriges Leuchtfeuer. Dann hohes Leuchtfeuer, also das Leuchtfeuer bedeutet Rundumleuchte und zurück zu Standard. Beim anderen Design steht auch Standard und dann QFIT, was das immer auch bedeutet. Keine Ahnung, was dies dann auswirken würde im Spiel. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich genauso. Wir kommen zum letzten Fahrzeugmod, und zwar ist das hier der Torpedo RX 170. Der kommt von, Achtung jetzt, Udrusenje Nezavisni Modera. Bitte verzeiht mir, aber das kann ich echt nicht anders lesen. Downloadgröße 26,54 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser standardmäßig mit einer Leistung von 170 PS, wird manuell und Last geschaltet,
hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 300 Litern, 42 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 8,4 Tonnen. Der Preis 30.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Michelin, Mitas, Nokian und Trelleborg. Beim Design kann gewählt werden, dass ein Frontgewicht hinzugefügt werden soll. Einmal Gewicht oder ohne. Und zwar macht das offiziell hier nichts aus. Also hier bleibt das Gewicht unverändert. Bei der Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Grün, altes Grün, Rot, altes Rot, Blau und Orange. Und das war es dann auch mit dieser Art von Konfigurationsmöglichkeit. Hier kann die Tür geöffnet werden, dann kann die andere Tür auch geöffnet werden. Dann hier kann die Frontscheibe geöffnet werden und die Heckscheibe natürlich auch. Wir kommen zu der Leerpalettenproduktion. Diese kommt von Teti Saturn, Downloadgröße 3,63 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar ist diese zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Ist dieses Teil hier, kostet 60.000 Euro zum Platzieren. Und dazu kommt noch eine Verkaufsstation, die natürlich unter Verkaufsstationen zu finden ist. Ist diese hier und es allerlei Verkaufsstelle. Hier können natürlich dann auch die Paletten verkauft werden. Hier gibt es drei verschiedene Produkte, die hergestellt werden können. Und zwar war das eine mal Möbel. Und zwar werden Möbel hergestellt aus Holz. Gibt fünf Möbel und ein bisschen Hackschnitzel. Dann können die Möbel auch aus Brettern hergestellt werden. Aus fünf Brettern gibt es sieben Möbel und ein bisschen Hackschnitzel. Dann kommen wir zum eigentlichen Punkt. Und zwar kann aus Bäumen kann Leerpaletten produziert werden. Aus vier Bäumen werden 40 Leerpaletten plus ein bisschen an Hackschnitzel. Oder es können Bretter verwendet werden, um Leerpaletten herzustellen. Das ist dann hier gibt es 60 Paletten und ein klein wenig Hackschnitzel. Also ich denke, die Rentabilität oder die Produktivität ist höher mit Brettern. Ja, das ist schön, da kann man das aktivieren. Und diese Leerpaletten kann man behalten oder eben, wie gesagt, verkaufen. Wir kommen zum Gewächshaus mit Paletten. Dieses kommt ebenfalls von Teti Saturn. Downloadgröße 3,26 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Gewächshäusern. Das sind diese hier. Einmal 3000, 5000 oder 10.000. Einmal das kleine, mittlere oder große Gewächshaus. Hier kann produziert werden Tomaten. Und zwar braucht jetzt nicht nur Wasser, sondern es braucht Mineraldünger, Saatgut und Leerpaletten, die wir gerade eben gesehen haben, wo die produziert werden. Das ergibt dann Tomaten. Dasselbe für Salat, Erdbeeren und die Setzlinge, die danach verwendet werden können, um wieder Leerpaletten herzustellen. Wir kommen zum Eigenbau-Kuhstall. Der kommt von Didex 96, Downloadgröße 8,13 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich im Tiermenü zu finden unter Kühe. Das ist dieser Kuhstall hier. Kostet 36.500 Euro und fast 45 Kühe, wie wir hier auch sehen können. Mein Ballentest ergab, dass Heuballen angenommen werden. Strohballen werden nicht angenommen. Die müssen also eingestreut werden. Das hier geht also auf. Das kann man wieder schließen. Dann hier gibt es die Gülle, die abzuzapfen ist. Interessant zu wissen, dass es hier auch noch einen Misthaufen gibt, der dazu gehört. Und zwar ist das dieser hier. Der kostet dann noch extra 1320 Euro und sollte eigentlich hier platziert werden können. Die nächste neue Mod heißt Kuhfuttermischer. Kommt von Zottel Zockt. Downloadgröße 8,46 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich im Baumenü zu finden unter Produktion und Fabriken. Das ist diese Fabrik hier. Kostenpunkt 150.000 Euro. Und hier wird natürlich Mischration hergestellt aus Stroh, Heu, Silage
und Mineralfutter. In 600 Zyklen pro Monat werden hier 1000 Einheiten an Mischration erzeugt. Das heißt also, da könnte man sogar überlegen, ob das nicht sogar die kräftigste oder stärkste Futtermischanlage ist bis jetzt. Wir kommen zu der letzten neuen Mod von heute, und zwar ist das das Bunkersilo. Das kommt von DMI 20mm Normandy, Downloadgröße 3,03 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Silos, und davon gibt es 4 verschiedene Stücke. Und zwar gibt es dieses große Doppelsilo für 46.000 Euro, dann gibt es dieses hier für 22.000 Euro, dann gibt es dieses kleine hier für knappe 5.000 Euro und dann gibt es das große Bunkersilo, was sich nicht groß unterscheidet von dem anderen. Ich glaube, einfach von der Höhe unterscheidet sich, ja genau, das große Bunkersilo zum Preis von 32.000 Euro. Das ist das große und das ist das normale Bunkersilo. Das war es denn auch schon wieder von den Mods für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch gerne den Daumen nach oben da. Falls ihr keine weiteren Mod-Vorstellungen verpassen möchtet, dann bitte gerne das Abo abholen, damit ihr wirklich nichts verpasst, was auf diesem Kanal passiert. Wir haben einiges vor, wir werden in nächster Zeit einige neue Projekte starten. Ich möchte mich nochmal ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die schon länger mit dabei sind, bei der Mr. Bauer Gaming Family. Falls euch das interessiert, auch Mitglied zu werden, dann kommt doch einfach zu uns in den Discord, besprechen wir mal die ganzen Sachen und natürlich holt das Abo ab. Ich würde mich jetzt verabschieden, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Dann sage ich danke, tschüss und hasta luego.